Ich habe gerade gemerkt, ich habe ja das falsche T-Shirt an. Wir haben ja schon Neujahr, also an dieser Stelle frohes Neues von meiner Seite aus. Heute reden wir mal ein bisschen über das Thema Online-Shops. Und zwar, macht das Ganze Sinn im T-Shirt-Business? Da gibt es ja auch die Frage immer, Print on Demand, brauche ich denn überhaupt einen eigenen Shop? Und da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen. Es ist nämlich nicht zwingend notwendig und die meisten wissen eigentlich gar nicht, wofür diese Dinger überhaupt sind. Denn tatsächlich haben sie nämlich unterschiedliche Einsatzzwecke. Und die gucken wir uns heute an. Also lass uns loslegen mit dem Video Online-Shops und Print on Demand. Im Print on Demand kann man einen Online-Shop aus mehreren Gründen haben. Der erste Grund ist, einmal einen separierten Bereich zu schaffen, wo du bestimmte Designs aus einer Unternische unterbringst. Kleines Beispiel, wenn du auf Spreadshirt-Merch bei Amazon oder verschiedenen anderen Portalen, Shirty, Redbubble und so weiter verkaufst, dann hast du dort sehr viele Designs zu verschiedenen Nischen dran. Ob es jetzt die Feuerwehrdesigns sind mit der Angler-Nische, irgendwas für die Katzenbesitzer, ein Hundeshirt, irgendwas zum Thema Wasserball oder was auch immer, da hast du halt sehr viele verschiedene Nischen. Jetzt macht es aber keinen Sinn, irgendwo jemanden einen Link zu schicken, beispielsweise wenn du in einer Facebook-Gruppe irgendeinen Post machst und sagst, hey, guck mal hier, ich habe jetzt, sagen wir mal, Zielgruppe amerikanische Muscle Cars und guck dir mal meine Designs dafür irgendwie so an, dass du denn irgendwie denen welche Katzendesigns zeigst. Macht keinen Sinn. Deswegen haben halt Portale, sowas wie ein Spreadshirt oder Beispiel Shirty, wir hatten ja auch schon mal einen Fliegershop halt damit aufgebaut, übrigens sehr, sehr cooles Video, guckt euch das Ganze mal an. Da habt ihr halt die Möglichkeit, bestimmte Designs aus einer Nische reinzuschieben, damit ihr wirklich dann nur, wenn ihr diese Sachen irgendwo teilt, auf einem Instagram-Account, auf einer Facebook-Seite und so weiter, einfach einen getrennten Bereich habt. Das Coole ist, diese Online-Shops, die kosten da auch nichts. Also du musst dich weder um irgendwelche AGBs kümmern, noch irgendwelche Hosting-Gebühren zahlen, sondern du hast die Möglichkeit, diese Bereiche kostenfrei auf den Webseiten für dich zu schaffen. Alles, was du dafür machen musst, ist meistens ein Hintergrundbanner oder so ein paar andere Bilder halt hochladen, dann deine Produkte auswählen, die du in diesen Shop reinhaust. So und zack, schon hast du diesen getrennten Bereich halt einfach geschaffen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich jetzt der Shopify-Shop und der hat wieder ganz andere Vor- und Nachteile. Denn oft wird dir das Ganze so verkauft als die eigene Plattform, wo du dann mehr Marge hast, was auch richtig ist, weil du ja die Druckanbieter direkt mit einbindest und da nicht irgendwelche Zwischenhändler zwischen hast, wie es normalerweise ist. Und das ist halt einfach so die Sache, das ist einfach falsch, weil bei Shopify geht es wirklich darum, eine Brand aufzubauen. Also alle Sachen, die du reinsteckst in deinen Online-Shop, die Kundenlisten, die du aufbaust, die Vorschaubilder, die du reinsteckst und so weiter, dass die den Wert der Firma auch natürlich mit steigern. So, und da ist das Ziel, der Endverkauf dieser Firma natürlich auch und nicht unbedingt nur die monatlichen Einnahmen, die du regelmäßig bei allen Instagram-Profilen irgendwo so siehst, wo anschließend dann kommt, komm in das Sondercoaching für 10.000, 20.000 Millionen, Trillionen Euro. Macht keinen Sinn. Außerdem gibt's davon viel bessere Online-Kurse. Die gibt es nämlich viel, viel günstiger und die sind unten in der Videobeschreibung. Da haben wir nämlich eine Sonderaktion zum 1. dieses Jahres. Machen wir so ein Start in the New Year Aktion. Vom 1. bis zum 10. sind alle Kurspreise reduziert. Guckst dir auf jeden Fall mal an. Dann bist du da nämlich auch schon sicher, nämlich im Bereich von allem. Da ist nämlich alles drin, was du über Print on Demand überhaupt wissen brauchst. Online-Shops bei Shopify bieten dir natürlich die Möglichkeit, Dinge zu tun, die du so in normalen Print-on-Demand-Shops nicht machen kannst. Also Personalisierung einbauen und wirklich individuell deinen Shop anpassen. Aber das ist halt Feintuning, was du nicht zwingend brauchst, weil wenn es wirklich nur darum geht, einen bestimmten Satz Designs von einer Nische zu teilen, dann kannst du es auch von einem kostenlosen Store machen, den du dir so aufbaust. Es gibt aber auch noch Lösungen, so eine Zwischenlösung, sowas wie bei einem Etsy-Marketplace. Da hast du es halt nicht kostenlos, sowas zu erstellen und musst dich natürlich auch um so die ein oder anderen Sachen kümmern. Musst auch einen externen Druckanbieter einbinden und hast da halt das Ding, dass du auch für jede Veröffentlichung von einem Design auch was zahlen musst. Selbst wenn es jetzt nur ein paar Cent sind, aber wie gesagt, Print on Demand, Druck auf Anfrage, da ist der Vorteil ja eigentlich, dass du es eben nicht machen musst, dass du nicht in Vorleistung gehen sollst. Deswegen sind alle Systeme, wo du natürlich Geld bezahlst, wie Shopify und Etsy und diese ganzen Sachen, sind natürlich leicht aushebelnd für das eigentliche System. Weil wenn das eigentlich der Vorteil ist, den du ja haben willst, dann macht es ja keinen Sinn, dass du dir einen Shopify-Store erstmal aufbaust, irgendwo da Werbung schaltest, Hosting-Gebühren zahlst, AGBs zahlst und so weiter, Apps zahlst und zahlst, bis du überhaupt noch nicht mal die ersten Einnahmen gemacht hast. Deswegen sage ich ja immer erst, fangt erstmal an, organisch rauszuhauen und da erstmal Erfahrungen zu machen. Weil wenn du denn nämlich siehst, Mensch, komm, Wasserball-Nische läuft nicht, das andere läuft irgendwie
sehr gut, dann weißt du, okay, dann mache ich meinen Shop halt in der und der Nische auf und nicht in der und der. Und das ist wieder so die Sache, deswegen fangt erstmal an, organisch ein bisschen was zu machen und dann macht er Brandbuilding, dann baut er euch da natürlich dann den eigenen Online-Store aus. Es ist natürlich möglich, den Online-Store gleich auch zu starten, muss ich dazu sagen, wenn du es gleich richtig mit einem Plan machst und diese Sachen, aber ihr wisst ja, wo ihr den findet, t-shirtfrank.de, also dann ist es halt kein Problem, aber sonst für denjenigen, der sich nur mal ausprobiert, macht es erstmal organisch und dann fängt er an mit dem Shopify-Store. Weil das Blöde wäre nämlich, wenn du irgendwelche Fehler machst, dein Werbekonto gesperrt wird, weil du halt irgendwas aus Unwissenheit nicht weißt, Facebook das Ganze als, wie hieß diese Nachricht da, dieses wegen auffälliger Dings da, Tätigkeit, was die Anfänger ja noch gar nicht kennen können, weil sie einfach keine Erfahrung haben, zack, dann ist der Werbeaccount zu und dann kriegst du den auch nicht mehr. Und das wäre halt blöd, dann verbaust du dir eine Zukunft im Online-Business, was sich dann später vielleicht frei macht, dass du auch mal von, weiß ich nicht, vom Strand halt arbeiten kannst und so, ja, nur weil du halt zu schnell warst und unüberdacht in das Business rein bist, hast du dir dann halt so eine Chancen verbaut. Deswegen in sowas Facebook-Ads halt nur mit einem Plan rein. So, und so langsam werde ich Herr der Obst fliegen. Wir haben das Problem gefunden. Das war einfach nur so ein komischer, was ist das hier, Papier, sagt, da habe ich so Papiermüll hier hingesteckt und da hat ein Kumpel einen Döner reingeschmissen. Danke! Gut, das war mal eine kleine Quick-Tipp-Runde. Jetzt geht's wieder zurück. Wir wollen ja hier schließlich noch ein großes Tutorial drehen, nicht? Und das wird's jetzt, müsste als nächstes halt rauskommen. Vielleicht schiebe ich nochmal ein anderes Video zwischen, falls es technische Probleme gibt. Ansonsten haue ich das Ding dann raus. Dann wird's lustig, dann gehen wir mal ein bisschen Gas hier, ne? Also, viel Spaß beim Ausprobieren der Ticks. Wie immer, viel Erfolg, viele Verkäufe. Und hier haben wir nochmal ein paar Sondervideos, die jetzt hier so angezeigt. Nee, muss ich den Arm mehr ausstrecken. Und hier haben wir wieder den Super-Abo-Button. Also, los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer gute Verkäufe.